So, zunächst mal, bevor das Video losgeht, jeder YouTuber, egal wer, hat weniger wichtige Videos, ja, so mittelwichtige Videos und sehr, sehr, sehr wichtige Videos. Und dieses Video, was ich euch mache, ist einer der Videos, die sehr, 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 sehr wichtig sind. Warum betone ich das? Damit du entscheiden kannst, ob du dir dieses Video bis zum Ende anguckst. Und ja, ich habe eventuell jetzt mit diesem Video ein langes Video, 20, 30 Minuten, vielleicht sogar 35 Minuten, ich weiß es nicht. Ja, ich werde mehrmals Werbung schalten, aber vertrau mir, mit diesem Video bekommst du Informationen, die dich davor schützen, dass du im Leben richtig schlimme Tiefschläge erlebst. Und zwar egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Dieses Video ist explizit für Frauen und für Männer. Das heißt, keiner der Geschlechter wird hier benachteiligt. Kann sein, dass in den Beispielen ein bestimmtes Geschlecht vorkommt oder auch nicht. Nichtsdestotrotz kann man das ummünzen. Das kann dir als Frau passieren, das kann dir als Mann passieren, okay? Sehr wichtig, dass ihr euch dieses Video bis zur letzten Sekunde anguckt. Wie bin ich auf diese Thematik gekommen? Und zwar geht es in diesem Video um Psychopathen. Dieses Video mache ich auch extra deshalb jetzt, weil das eine wichtige Thematik ist. Diese Geschichte zwischen Samra, dem Rapper, und diese Nika, die ihm Sachen vorwirft. Am Ende, wir wissen jetzt am Anfang gar nicht, wer recht hat oder nicht. Es gibt ein paar Indizien, ja, richtig. Aber am Ende entscheidet Staatsanwaltschaft, Polizei, beziehungsweise der Richter vor allen Dingen, oder die Richter, je nachdem, wer von den beiden gelogen hat oder nicht. Das heißt, ich will mit diesem Video gar nicht sagen, wer recht hat oder nicht. Trotzdem, das ist ein allgemeines Video. Es bezieht sich jetzt nur zufällig auch auf den Fall Samra und Nika, aber dieses Video ist ultra wichtig. Genug geredet. Ultra wichtig. Guckt es euch an. Wie hat das alles angefangen? Ich habe in der Lockdown-Zeit zwischen letztes Jahr, also 2020, Oktober, ja, circa Oktober 2020, habe ich angefangen, hier in meiner Nähe in einem öffentlichen Gebäude als Security zu arbeiten. Und ja, wie soll man sagen, in den Pausen, ich hatte teilweise eine Stunde Pause als Beispiel, und es war wirklich extrem langweilig, weil da in der Gegend kaum was los war. Und dann hatte ich zum Beispiel Zeit, eine Stunde lang ungefähr mir Videos anzugucken. Und da ich ungerne nur lustige Videos angucke, weil am Ende sind die zwar lustig, aber du hast davon nichts gelernt, habe ich angefangen, ich gucke ja gerne diese, kennt ihr Medical Detectives oder Autopsie? Kennt ihr diese, wo echte Fälle gezeigt werden, wenn jemand zum Beispiel abgemurkst wird und dann wollen die rausfinden, wer war das? Die haben nur ein paar wenige Spuren und so. Und durch 10 Ecken bin ich auf Videos gestoßen. Dann habe ich das Wort Psychopath eingegeben auf YouTube. Und die meisten Menschen, wenn die hören Psychopath, dann stellen die sich einen vor, der mit so einem Messer rumrennt oder was weiß ich, mit einem Maschinengewehr und dann irgendwie 10 Leute abmurkst oder so. Das stellen sich die meisten unter Psychopath vor. Und ja, auch diese Menschen können Psychopathen sein. Es gibt aber viele verschiedene Facetten von Psychopathen. Und im Endeffekt, es gibt Videos zum Beispiel auf YouTube, wo teilweise gezeigt wird, dass Kleinkinder, so 9 Jahre, 10 Jahre, 11 Jahre, da gibt es ein bestimmtes Video auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Ich meine, das ist ein Mädchen. Das kann aber auch, wie gesagt, ein Junge sein, ein Mann sein. Das weiß man ja nicht. Ne? Es bezieht sich auf beide Geschlechter. Ne? Wohlgemerkt, das ist kein Video gegen Frauen, kein Video gegen Männer, sondern es kann beide treffen. So, pass auf. Und dieses Mädchen wird interviewt, ja, und es sind auch Psychologen, die das studiert haben. Und die beschreibt, die hat zum Beispiel immer wieder ihren eigenen Bruder oder Schwester teilweise mit einem Küchenmesser oder so angegriffen, irgendwie so. Auf jeden Fall wird die dann interviewt und die sagt eiskalt, ja, dann sagt der Psychologe, ja, was ist denn los mit deinem Bruder und so. Ja, und der nervt mich und so, ja, und dann, was willst du machen? Ja, ich nehme ein Dings und ich will den umbringen und so. Und die sagt eiskalt, was sie will und so. Und
Es gibt aber verschiedene Fälle. Es gibt auch Männer, wo die Gewalt gegen Frauen und so. Und dann wird da erklärt, dass ein Psychopath, ne, ich habe mir sehr viele Dokus und so darüber angeguckt, ein Psychopath ist ein Mensch, der teilweise sehr, sehr, sehr intelligent ist. Das heißt, muss nicht sein, aber sehr oft ist es so, dass sie teilweise sehr, sehr intelligent sind. Ja, erstens, ne, zum Beispiel. Zweitens, sie empfinden keinerlei Empathie oder Mitgefühl mit anderen Mitmenschen. Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeit, Empathie, Sympathie oder mögen oder das Leid anderer erkennen. Diese Möglichkeiten haben die gar nicht. Das ist so, wie wenn jemand blind ist und einfach nicht sehen kann. Oder jemand irgendwie eine Störung mit dem Geruchssinn hat und nicht mehr riechen kann. Oder nicht mehr schmecken kann. Psychopathen haben nicht die Möglichkeit, sich in andere Personen zu versetzen. Ja? Und Mitgefühl zu empfinden. Das macht sie so gefährlich. Und es geht aber weiter. Sie können aber teilweise, weil sie sehr intelligent sind, und jetzt, das ist ein sehr wichtiger Part, und das könnt ihr ummünzen in eure Beziehung mit einem Menschen, der euch wehtut, in einer festen Beziehung. Psychopathen können, dadurch, dass sie teilweise sehr intelligent sind, Gefühle euch gegenüber oder anderen Menschen gegenüber simulieren. Das heißt, so wie du in Videospielen, ne, 3D-Grafik simulierst, ein Autorennen, ein Kampfspiel, ich spiele zum Beispiel auf Twitch, übrigens Akku Power Twitch, so heiße ich dort, ich spiele World of Tanks, Panzersimulation zum Beispiel, Panzerstrategie. Das heißt, diese Menschen können Gefühle simulieren, weil sie intelligent genug sind, zu wissen, wie ungefähr Gefühle funktionieren, was man dann macht oder wie man sich ungefähr verhält, damit der andere denkt, oh, der hat Gefühle mir gegenüber. Sie besitzen aber keine Gefühle, sondern sie simulieren das nur. Und wenn es drauf ankommt, können sie dann gegebenenfalls euch so weit manipulieren, so dass ihr Gefühle ihnen gegenüber aufbaut, um dann Kapital draus zu schlagen. Warum erkläre ich euch das so ausführlich? Es muss nicht immer sein, dass ein Psychopath sich irgendeinen Gegenstand schnappt und euch abmurkst. Kann passieren, muss aber nicht. Und in diesem Fall und in einigen Monaten, vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn das Endergebnis feststeht, werden wir rausfinden, ob einer der beiden Parteien ein Psychopath war. Das heißt, dann wird rauskommen, hoffentlich, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, dass die Staatsanwaltschaft bzw. ein Richter eine Verfügung macht gegenüber Instagram, WhatsApp und wie auch immer, dass man alte Daten nochmal rekonstruiert, wer hat wann wem was geschrieben, ob da eine Erpressung stattgefunden hat seitens der weiblichen Person gegen den männlichen oder umgekehrt oder wie auch immer. Man kann im Nachhinein Sachen rausfinden. So. Aber ich will mich da jetzt nicht nochmal reinsteigern. Ich will euch nur eine Sache klar machen. Erkenne den Psychopathen, der in dein Leben tritt. Ich habe mehrere solche Videos, aber eins davon heißt 800 Euro für eine Abtreibung. Dieses Video existiert auf meinem Kanal. Das findet ihr auch ganz schwer auf YouTube, weil YouTube solche Videos anscheinend nicht mag und die nicht vorschlägt, wie auch immer. Ihr müsst auf meinen Kanal und dann kann man oben in der Suche, nicht auf YouTube, sondern auf meinem YouTube-Kanal, oben in der Suche eingeben 800 Euro für eine Abtreibung. Ich hatte zum Beispiel diesen Fall und ich erkläre euch, wie genau, sie hat mir ja ihre Lebensstory erzählt und jetzt 15, 16, 17 Jahre später kann ich durch meine Erfahrung, durch die Dokus, die ich mir angeguckt habe, durch die Sachen, die ich im Nachhinein noch erlebt habe, ungefähr, ich bin kein Psychologe, aber ungefähr rekonstruieren, warum und wieso das alles passiert ist, was passiert ist. Okay? Und jetzt passt auf. Ich habe 2004 eine Russin kennengelernt. Sehr, sehr weiblich gebaut, Rundungen, schöner Hintern, schöne Brüste, kurvig, schöne Naturlippen, nicht aufgespritzt, ne? Die hatte richtig massiv große Lippen, aber so echte, so schön geformte echte. Das waren keine aufgespritzten, ne? Sowas, also ist nicht mein Ding. Wunderschöne Frau gewesen in meinen Augen,
ich habe sie kennengelernt und ich erzähle euch mal zwei, drei Beispiele, wie psychopathisch die war und warum sie so war. Sie hat mir erzählt, dass sie als Kind, und das ist auch später in diesen Dokus wiedergegeben worden, deswegen kann ich das so, ne, so deswegen checke ich, warum sie damals so war. Ihr Vater ist als Kind mit einem Messer hinter ihr hergelaufen, hat versucht, oder beziehungsweise hat angedeutet, dass er sie komplett missachtet und dass er sie jederzeit auslöschen möchte, wenn könnte oder wenn er wollte, könnte er das sofort machen und so weiter und so fort. Hat sie missachtet, nicht beachtet, keine Aufmerksamkeit, keine Liebe geschenkt. Sie hatte aber dann das Pech, dass ihre Mutter so in etwa auch so drauf war. Ihre Mutter war so leicht gleichgültig und war so ein bisschen so dem Vater so unterlegen so. Und alles, was der Vater gemacht hat, hat sie so erduldet. Ich habe extra gefragt, hat er dir auch mehr angetan, so von wegen körperlich sich angenähert, meinte sie nein. Aber extreme Gewalt, ne, wie gesagt, mit Messer hinterhergelaufen, extrem missachtet, nicht beachtet, nicht als Baby, nicht als Kind Liebe gegeben und so weiter und so fort. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, in der Kindheit entwickeln sich ja bestimmte Partien in eurem Kopf, beziehungsweise ihr lernt Liebe, Mitgefühl für jemanden da sein. Vater, Mutter sind für euch da, wenn ihr weint, wenn ihr Schmerzen habt, wenn irgendwas ist. Das hatte sie alles nicht, sondern die hatte das Gegenteil. Ihr wurde programmiert in ihrem Gehirn Gewalt, Gewaltausbrüche, Gefühlsausbrüche extrem negativer Art. Das hat sie als Kind gespeichert, so im Kopf. Sie hat was anderes nicht mitbekommen. Sie hat sich in meinen Augen, das ist jetzt meine Meinung, das, was ich jetzt nach 15, 16 Jahren, wie gesagt, 2004 war meine Beziehung mit dieser Person. Jetzt pass auf, was hat sie gemacht und warum komme ich drauf, dass sie eine Psychopathin war? Ich habe sie extrem geliebt und ich hatte eine sehr schwierige Zeit. Finanziell ging es mir überhaupt nicht gut. Also wirklich Pleite hoch 200. Ein Beispiel. Sie ist mal zu mir gekommen, ich hatte so eine Stereoanlage zu Hause, so eine Musikanlage. Das war so einer der wenigen elektronischen Geräte, die ich überhaupt besessen habe. Ich habe damals so hier so PlayStation, Nintendo so gehabt, einen Fernseher hatte ich gehabt, einen PC hatte ich gehabt und so eine Stereoanlage. Das heißt, also so, ne, das waren so mein Hab und Gut. Ich habe auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen damals, das war so, ne. Und als sie zu mir gekommen ist, sie ist teilweise auch sehr überraschend. Sie ist aus Hannover zu mir gekommen, ne, übrigens. Und ich war so drauf, dass ich dann losgegangen bin und habe meine elektronischen Geräte verkauft. Sie war einmal sogar live dabei, diese Musikanlage, weil ich war einfach pleite so zu dem Zeitpunkt. Um dann mit ihr vielleicht mal was essen zu können oder vielleicht, wenn wir mal in die Stadt gehen oder so, ein bisschen was Geld ausgeben können. Das heißt, ich habe mein letztes Hab und Gut verkauft, um ihr was Gutes zu tun. Ne? So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Dann sind gewisse Dinge passiert, die muss ich in einem anderen separaten Video, aber ne, dann ist sie zurück nach Hannover und eines Abends ruft sie mich zum Beispiel an. Sie wusste, dass ich sie abgöttisch geliebt habe. Wirklich, und ihr müsst euch das mal so vorstellen, damals war nicht Flatrate, das heißt, du hast im Monat 10, 20 Euro an deine Mobilfunkfirma bezahlt und konntest telefonieren, so viel du möchtest. Zu der Zeit hat man 50, 60, 70 Cent pro Minute bezahlt, um telefonieren zu können. Ne? 2004, so rum. Und ich hatte keinen Handyvertrag, der irgendwie so günstige Tarife hatte, sondern ich musste mein Telefon aufladen. Das heißt, ich bin losgegangen, habe für 15, 20 Euro mein Telefon aufgeladen, damit ich eine Stunde oder zwei Stunden oder was auch immer mit ihr telefonieren kann. Mit meinem letzten Hab und Gut. Das heißt, geldmäßig war ich sowieso nicht gut drauf. In dem Telefonat höre ich im Hintergrund einen Mann. Und sie hat mich angerufen. Am Anfang noch so lieb miteinander geredet und so, mittendrin kam, wie gesagt, diese männliche Stimme. Und dann hat sie, während ich mit ihr so, wo ich gesagt habe, ich liebe dich und lass uns heiraten und solche Dinge,
hat sie sich so ein bisschen kaputt gelacht mit diesem Mann. So, und ich war damals auch sehr naiv, muss ich dazu sagen. Ne? So, das heißt, hätte ich die Erfahrung von heute, ich hätte sofort aufgelegt. Ich hätte diese Nummer gelöscht, ich hätte nie wieder mit ihr geredet. Ne? Heute bin ich soweit, damals war ich noch nicht soweit. Und während ich dann mich immer mehr in sie reinsteigere und dann anfange vielleicht zu heulen und am Arsch bin selig, erzählt sie, wie sie den Abend gleich mit dem Typen verbringen wird und was sie noch mit dem alles machen wird und dass ich doch, ne, und so weiter. Also sie hat versucht, mich richtig so selig fertig zu machen. Man kann eine Person körperlich fertig machen, man kann auch eine Person selig fertig machen. Und damals war ich halt noch nicht so weit, ich hatte nicht die Erfahrung. Ich habe vom Herzen geliebt. Das heißt, hätte sie ja gesagt, ich hätte sie sofort geheiratet. Ich hätte dann auch versucht, mein Leben umzuändern. Ich hätte vielleicht versucht, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, ich hätte alles für sie getan. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt müsst ihr euch mal eine... diese Story ist so elendig lang. Wenn ich euch die erzählen würde, würden wir jetzt 5 Stunden im Video hängen. Aber überspringen wir mal einige Dinge. Ich werde es euch vielleicht in einem anderen Video mal erzählen, ja? Wie geht's jetzt weiter? Sie hat als Kind, und sie kann noch nicht mal was dafür, denke ich. Sie hat sich als Kind als Psychopath entwickelt. Und sie kann noch nicht mal was dafür vielleicht, weil ihr das passiert ist, was passiert ist. Sowohl Vater, gefühlskalt, sehr aggressiv, Mutter, gefühlskalt und gleichgültig, sagen wir es mal so. Und so ein Kind entwickelt so eine Art Überlebensinstinkt, der unendlich ist. Was meine ich damit? Diese Person tut alles dafür, um zu überleben, weil sie ja weiß, es ist niemand für mich da. Mein Vater kümmert sich nicht, will mich sogar vielleicht mal abmurksen oder so, ja. Meine Mutter ist mir gegenüber sehr gleichgültig. Wen habe ich noch auf dieser Welt? Nur mich selbst. Das heißt, all ihre Energie fokussiert sich auf ihr Überlebensinstinkt. Sie tut alles dafür, finanzielle Vorteile aus Menschen zu bekommen, Gefühle zu simulieren, weil sie hat nicht gelernt, wie Gefühle funktionieren. Sie weiß nur ungefähr, wie sie das simulieren muss. Sie hat mir gegenüber Gefühle simuliert damals. Kann sein, dass sie zum Teil auch Gefühle mir gegenüber hatte, aber gestörte, die nicht vollendet sind, sagen wir es mal so. Ich will ihr nicht 100% absprechen, dass sie überhaupt keine Gefühle mir gegenüber hatte, aber was ich sagen kann, diese Gefühle waren massiv gestört, ja, und sie war nicht in der Lage, diese Gefühle bis zur Vollendung zu Ende zu führen. Sprich, mit mir zusammenzuziehen, vielleicht unsere Schwierigkeiten zu überwinden, vielleicht mit mir zu heiraten, Kinder auf die Welt zu setzen und so weiter und so fort. Dazu kommt, dass ihr allererster Freund, mit dem sie das erste Mal was hatte, also mit dem Körper was hatte, ne? Geschlechts, ne? V und so. Dass der sie entjungfert hat und die dann einfach liegen gelassen hat und ist irgendwie abgehauen. Sowas hat die mir erzählt. So. Jetzt kommt noch oben drauf, da sie gestörtes Selbstbewusstsein hatte, hat sie dann abgenommen und dadurch, dass sie große Brüste hatte, hat nie angefangen, so ein bisschen zu hängen. Sie ist zum Arzt, hat versucht, das zu operieren. Der Arzt hat ihre Brüste verpfuscht. Das heißt, die waren extrem vernarbt. Das zu ihrer Story. Viel mehr will ich nicht erzählen, weil das Video wird sonst zu lang. So. Jetzt trifft dieses extrem gestörte, und ich meine das noch nicht mal böse, sie tut mir bis heute leid. Und wenn ich könnte, würde ich ihr bis heute noch helfen, okay? Ich habe diesen Vorschlag vor 4-5 Jahren gemacht, weil sie hat sich mal nach 10-15 Jahren hat sie sich bei mir auf Facebook gemeldet, hat versucht, mit mir nochmal Kontakt aufzubauen, aber das ist eine andere Story. Dieses extrem gestörte Individuum ist 2004 in mein Leben getreten. Durch mangelnde Erfahrung, durch mangelndes Wissen konnte ich mit dieser Psychopathin nicht umgehen. Ich war so kurz davor, mir selber was anzutun.
Das heißt, mein Leben zu beenden. So kurz war ich davor. Dadurch, dass ich selber eine schwierige Kindheit, schwierige Jugend hatte und auch finanziell sehr schlecht dastand, war die Liebe meine letzte Hoffnung. Und diese Liebe hat sich als Psychopathin entpuppt. Erkenne den Psychopathen oder die Psychopathin, die in dein Leben tritt. Erkenne die Person. Ich sage nicht, dass ihr bei der kleinsten Schwierigkeit einen Cut machen sollt. Aber wenn ihr merkt, dass eine Person euch seelisch, körperlich so weit an den Rand der Existenz führt, dass ihr eventuell wegen dieser Person euer Leben beenden wollt oder euch was antun wollt oder euch psychisch super schlecht geht, körperlich sogar, dann müsst ihr in der Lage sein, euch an dieses Video zu erinnern und die Beziehung mit dieser Person sofort, ohne groß drüber nachzudenken, zu beenden. Und eines der größten Probleme, die ich damals hatte, war, dadurch, dass ich sehr wenig Erfahrung hatte mit sowas, habe ich immer wieder dieser Person eine Chance gegeben, weil ich dachte, weil sie so wunderschön war, weil wenn wir mal eine schöne Zeit hatten, diese Zeit extrem schön war, dass ich mir eingebildet habe, dass nur diese Person mich glücklich machen kann und nur diese Person für mich gedacht ist und ich unbedingt diese Person retten muss, weil zwischendurch hatte diese Person auch so Gefühlsausbrüche, so wie, ja, rette mich und hilf mir und so weiter und so fort. Sie hat auch teilweise versucht, mich zu erpressen. Ja, sie hat simuliert, dass sie schwanger ist und dass ich doch, wenn ich kein Kind haben will, 800 Euro überweisen soll, damit sie das Kind abtreibt. Was natürlich vollkommener Quatsch war. Das war nur, ne, um aus mir Geld rauszupressen. Wenn ihr jemals in diese Situation kommt, wo eine Person euch seelisch oder körperlich an den Rand der Existenz führt, dann habt keine Zweifel, sofort und für immer diese Beziehung zu beenden. Ohne jegliche Zweifel. Weil ich habe das durchgemacht und ich kann euch zu 100% sagen, ihr werdet diese massive Störung, die diese Person hat, nicht heilen können. Weil dafür sind die Zerstörungen, die als Kind bei ihr passiert sind, zu groß. Wenn einer oder eine dieser Person helfen kann, dann sind das Therapien. Und zwar, das hört sich immer so negativ an. Nein, über Monate und Jahre muss sie in Therapie und Spezialisten müssen mit ihr zusammen ergründen, woher dieser Männerhass oder Frauenhass herrührt, warum sie so skrupellos ist, warum sie oder er, wie gesagt, das trifft Männer und Frauen, solche ekelhaften Dinge mit dir oder mit anderen Personen machen. Und, das sage ich noch zuletzt, dadurch, dass ich selber sowas erlebt habe, in meiner Kindheit, in meiner Jugend oder mit dieser Frau, habe ich dann hinterher das an bestimmte Personen weitergegeben. Diese Negativität, die mir widerfahren ist, habe ich weitergegeben. Und darüber werde ich in ein sehr langes Video, was vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden geht, irgendwann mal mit euch reden, wenn ich soweit bin. Das heißt, ich habe diese Scheiße auch weitergegeben. An andere Menschen, die nichts dafür können. Okay? Das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Fazit des Videos. Sobald ihr merkt, ich rede nicht von Kleinigkeiten oder von kleinen Problemen. Da bleibt ihr wohl bitte zusammen und helft euch gegenseitig, wenn ihr ein Paar seid. Mann und Frau müssen sich helfen in schwierigen Zeiten. Davon ist nicht die Rede. Ich rede davon, dass die Person eurer Seele tiefste Narben zufügt und euch an den Rand der Existenz führt. Egal ob Mann oder Frau. Dann trennt euch und zwar sofort, denn dann habt ihr einen Psychopathen in eurer Beziehung. Leider erwischt. Abonniert den Kanal, liked, kommentiert und checkt die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns.